Okay. Ja, wir haben gar nicht mal so viel Holz. Wir sollten uns vielleicht überlegen, noch eine Holzfällerhütte zu bauen. Vielleicht hier oben. Wenn wir sie hier hinbauen, dann können wir wieder nicht vernünftig an irgendeinen Weg anecken. So, machen wir hier. Zweite Holzfällerhütte, weil man sieht, der Förster lastet den Holzfäller komplett aus. Und mit dem zweiten Holzfäller, ich glaube, ein Forsthaus, zwei Holzfäller ist optimal. Und damit, das Sägewerk bleibt auch nur bei 50%. Ich glaube, das könnte mehr und schneller arbeiten. Und da sehen wir den dicken Schmied. So stellen wir uns den Schmied vor. Bärtig. Der unsere Rüstungen macht. Sehr schön. Deswegen geht es hier auch der Bau übrigens so langsam voran. Gestein haben wir genug. Das haben wir hier unten zwar größtenteils jetzt schon abgebaut, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Wir haben zwei Fischerhütten, das ist auch sehr gut. Können wir uns bloß überlegen, ob wir unten noch eine bauen, aber ich glaube, da haben wir Probleme mit dem Weg. Höchstens hier noch. Naja, schauen wir einfach mal. Im Moment ist hier noch bei 100%, bei Kohle bei 44%. Ich denke, dass wir mit den zwei Fischhütten vorerst ganz gut klarkommen. Und hier wird ja auch noch unser Bauernhof gebaut. Soll ich wegen dem einen Kaninchen jetzt hier ein Jagdhaus bauen? Ich glaube, die Enten hier unten können wir nicht jagen. Ich meine, wie soll er das Fleisch aus dem See rausholen? Was bist du für ein grausamer Mensch? Enten im Teich jagen? Hey, komm. Enten, das schmeckt super. Ich meine, ihr wart alle schon mal beim Asiaten. So, hier gibt's Wasser. Ich würde gern hier oder hier Wasser abbauen. Hier will ich gerade noch ein bisschen freilassen. Für vielleicht einen zweiten Bauernhof. Du willst mich auch eigentlich nur verarschen, gell? Ich merke schon, ja. Hier wäre halt auch ein Holzfäller geil gewesen. Ja, okay. Ich halte schon meine Schnauze. Ich wollte gerade sagen, da kann man nicht hinbauen, aber hier wäre es gegangen. Naja. Wurschti, Wurschti. Mei, du Depp, du sollst hier nicht direkt am Bauernhof anbauen. Meine Fresse. Du regst mich so auf. Kann man diese gelben Sachen eigentlich ausmachen? Ich meine, es ist zwar an sich sinnvoll, optisch ist es halt nicht so schön. Das ist ja auch eine geile Übersicht. Anscheinend, vielleicht. Das denn? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist eigentlich bloß die Landkarte. Naja, es ist wurscht. Falls jemand von euch zufällig weiß, wie man das wegbekommt, wäre cool, wenn ihr es mir in den Kommentaren reinschreiben könntet. Wie gesagt, es stört mich jetzt nicht irgendwie total, aber es ginge schöner. Ginge, denke ich, schöner. Vielleicht. Moment. Ich habe eine Idee. Tastaturbelegung. Zum Hauptquartier. Zurück zur... Öffnet das Nachrichtenfenster. Landkarte. Hauptauswahl.
Haus- und Bauhilfe. Ah, vielleicht bei S. Ah ja, nice. Super. Gut, Problem gelöst. Spart euch den Kommentar. Nein, Spaß. Freut mich übrigens, dass immer wieder Leute unter meine Videos kommentieren, immer wieder so ein bisschen was zu der Folge sagen, die ich gemacht habe. Das macht halt schon riesen Spaß, muss ich sagen. Ist schon cool, wie in dem Monat jetzt so eine kleine Community zusammengewachsen ist. Es kommen auch noch ein paar neue Sachen auf euch zu, keine Sorge. So. Ja, was kommt denn so Neues? Verrate ich jetzt hier natürlich noch nicht. Es sollen ja auch ein paar Überraschungen sein. An sich werden diese Folgen hier ja auch Überraschungen. Keiner konnte erahnen, dass plötzlich die Siedler 2 kommt. Hier will ich den Brunnen nicht hinbauen, ne? Ich will ihn hier nicht hinbauen, wegen dem Bauernhof. Ich hätte gern hier hingebaut. Du Spasti. Also wirklich. Schauen wir mal nochmal. Naja, es geht alles gut voran. Eisenschmelz ist auch bei 100%. Schmied ist bei 100%. Ja. Und wir haben den neuen Holzfäller. Sehr gut. Jetzt dürften wir auch das Sägewerk komplett auslasten. Sehr gut. Ja, das ist noch im Bau. Da fehlt eben Holz. Und hier oben fehlt auch Holz. Da können wir jetzt wohl nichts anderes machen als ab... Oh, wie süß, ein Esel. Hä, wieso ist denn hier... Die Straße hat sich verändert. Die haben jetzt den Esel, das ist ja süß. Aber mich würde echt interessieren, wieso. Also ihr seht ja hier, die Straße ist dunkler geworden. Die Fahnen sind auch anders geworden. Ich weiß aber nicht, warum. Ah, ich meine, der Hammer. Der Esel ist super geil. Das heißt, wir haben dann pro Straße 2 Siedler. Das ist ja Luxus. Das ist ja purer Luxus, den wir hier haben. Naja, jetzt ist ein Brett hier oben angekommen. Ich mache den Status mal wieder aus. Ich finde es so einfach schöner. Es ist praktisch, hin und wieder werde ich es auch nutzen. Aber grundsätzlich... Ja, man hat eigentlich alles... Ich check bloß gerade... Ich check gerade bloß die Tastenbelegung ein bisschen ab. Aber ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass Siedler das Spiel ist, wo man schnell, schnell irgendwie, oh, da schnell reagieren muss oder so. Ja, ich denke, wir kommen hier unten mit den Klicks und so ganz gut klar. Notfalls ist es aber ganz gut zu wissen. Ich werde es eh wieder vergessen bei den ganzen Games, die ich zurzeit spiele, wo die Tastenbelegung unterschiedlich ist. Schauen wir kurz hier. Ja, jetzt steigert sich die Produktivität, weil er halt immer 2 Baumstämme bekommt. Das ist natürlich eine super Sache. Es wird immer besser. Der Bauernhof wird jetzt weitergebaut. Ich glaube, Holz hat er jetzt genug gehabt. Ist, glaube ich, auch eine Änderung, dass erst das Holz genutzt wird und dann die Steine. Weil jetzt baut er nämlich die Steine ab. Yippie. Im ersten Teil war es ja eigentlich wurscht. So, und hier kommt das Holz zur Baracke. Hier jetzt auch. Irgendwie erweitern sich die Wege, aber ich glaube, das geht von selber. Ich glaube tatsächlich, das geht von selber. Oder es kommt halt darauf an, wie viele Rohstoffe über den Weg genutzt werden und transportiert werden. Das ist natürlich geil. Ich meine, ein Siedler und ein Esel... Pro Weg, 2 Rohstoffe, da herrscht dann auch nicht so viel Stau. So, Baracke und Bauernhof werden fertig gebaut. Er will hier weiterhin nicht suchen, sondern hier oben. Ja, mein Gott, im Notfall schauen wir einfach, wo der seine Felder hinsät. Und dann bauen wir an eine andere Stelle den Brunnen hin. Jetzt momentan sind wir gerade eh nicht so gut aufgestellt, was Holz angeht. Das ändert sich jetzt aber durch den zweiten Holzfäller. Und dann passt, denke ich, alles. So. Schauen wir nochmal Produktivität an. Fisch ist eigentlich immer genug da. Hier sind die Vorräte jetzt aufgebraucht.
Aber ich denke, mit den zwei Fischerhütten sollten wir die beiden Bergwerke gut auslasten können. So, Baracke ist fertig. Soldat. Wie viele haben wir eigentlich gerade, Soldaten? 8 Stück. Wir haben eine Goldader erschlossen und werden nun in der Lage, in einer Münzprägerei kostbare Münzen herzustellen. So langsam wird das Leben hier beinahe heimisch komfortabel. Ah, es läuft doch. Wir können jetzt ein Goldbergwerk... Alter, was ist denn heute los? Ein Goldbergwerk und eine Münzprägerei bauen? Wir haben aber immer noch keinen Brunnen und kein Jagdhaus. So, der Soldat kommt hier unten. Der muss auch mittlerweile nicht mehr auf die Siedler warten. Das ist natürlich auch sehr schön. Ah, die ganzen... Ah, hier hat sich die Straße jetzt auch erweitert. Diese ganzen logistischen Dinger, die bringen schon was. Ich meine, dass man nicht durch Bäume Wege durchpflanzen kann. Ja, ist klar. Dass der Soldat nicht auf die Arbeiter wartet, ist klar. Der geht halt einfach. Hier könnte man sogar gut den Brunnen hinbauen. Ich bin jetzt so gespannt, ich höre mir jetzt gleich die Folge an. Ich habe nämlich rechts immer auf dem Monitor, ich habe einen zweiten Monitor. Erzähle ich euch gleich. Der Bau unserer ersten Getreidefarm ist abgeschlossen. Das Getreide könnte nun in einer Mühle zum Mehl verarbeitet oder auf einem Schweinehof verfüttert werden. Die Versorgungslage würde dann immer besser. Damit haben wir auch neue Gebäudetypen, eine Mühle, eine Schweinezucht. Yippie. Sehr schön. Wo war ich gerade? Ja, ich habe ja rechts noch einen zweiten Monitor stehen, wo ich eben mein Aufnahmeprogramm laufen lasse. Und da sehe ich irgendwie gerade, dass meine Stimme relativ oft übersteuert, weil ich sehr, sehr laut rede. Eigentlich nur, weil ich habe die Musik zu laut gestellt. Ich bin auch gespannt, wie es dann in der Aufnahme klingt. Ob die Musik da auch zu laut ist oder ob ich die einfach jetzt hier auf meinen Kopfhörern zu laut habe. So, hier schicken wir mal noch einen Gelehrten hin. Getreidefarm haben wir jetzt. Yippie. Ja, ich würde sagen, hier bauen wir jetzt einen Brunnen hin. Die Getreidefarm hat hier genug Platz. Und eine Mühle bräuchten wir. Boah, wir bauen jetzt ganz schön viel dafür, dass wir nicht so viel Holz auf Lager haben. Ah ja, doch, es geht. Es geht. Mühle. Ist ein Stufe 2 Gebäude, okay. Es war natürlich sauschlau, hier jetzt den Brunnen zu bauen. Ich glaube, das war ein Gebäude 2 Bauplatz. So, der Bauer fängt jetzt hier an. Dann sollten wir langsam mal in die Gänge kommen. Vielleicht hier. So, dann hier hinbauen. Ich denke, dass das sehr praktisch ist. Ist dann verbunden. Schweinezucht müssen wir jetzt schauen. Erstmal sollten wir beim Bauernhof nur die Mühle bauen, weil der kann eh nicht. Ein Bauernhof kann nicht Mühle und Schweinezucht auslasten. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Wenn der Stein hier noch weg ist, könnte man sich überlegen, hier sogar noch einen Bauernhof zu bauen. Schauen wir mal, was sich da gibt. Hier oben hoffe ich eigentlich noch mehr Gold zu finden, dass das nicht hier nur ein Strich hat, sondern also so ein Mittelding ist, sondern voll ist. Dann können wir auch eine Münzprägerei bauen. Schauen wir uns nochmal den Status unserer Gebäude an. Gut, er macht seine Felder. Wir haben auch Nahrung. Eisenschmelze ist relativ gut ausgelastet. Wir sollten uns überlegen, noch ein Kohlebergwerk zu bauen. Allerdings werden wir dann Probleme bekommen. Ja, uns geht nämlich die Kohle aus. Lass mal hier die... Nee, nicht den Transport. Nein, nein. Kohle. Hier so ein bisschen runterschrauben. Damit doch mehr Kohle eigentlich in die Schmiede.
Schmiede gebracht wird, weil hier, ich glaube, lagern wir schon Eisen ein. Nee, aber die Schmiede kann gerade nicht weiterarbeiten. Das ist ein Problem. Ja, der Bauernhof arbeitet. Hier kommt der Brunnen hin. Hier kommt eine neue Baracke hin. Wisst ihr was? Ah nee, wir können auch gar keine Bäckerei bauen. Okay. Hier so an den Rand könnten wir eigentlich ein Jägerhaus hinbauen. Ich denke, dass das sinnvoll ist. So, ich hoffe, wir stören den Bauer dadurch nicht. So, also Mühle, Jäger, Brunnen. Haben wir alles zumindest mal. Münzprägerei haben wir jetzt noch nicht und Goldbergwerk auch noch nicht. Schweinezucht auch nicht. Da wäre vielleicht ein weiterer Bauernhof ganz praktisch. Den könnten wir vielleicht hier hinbauen. Ich weiß bloß nicht, ob der hier drin nicht bauen kann. Also kein... Könnte natürlich sein. Wahrscheinlich overloaden wir jetzt wieder unsere Siedlung komplett mit Bauplätzen und Wegen und Siedlern. Naja, hier könnten wir dann sicher irgendwo die da geleerte Granitvorkommen in den Bergen gefunden haben, ist der Nachschub an Steinen bis auf Weiteres gesichert. Sehr schön, wir haben Granit gefunden. Die Bäckerei können wir dann hier irgendwo hinbauen, wenn es soweit ist. Die kann dann sich gleich das Mehl hier abzapfen. Und ich glaube, Wasser benötigt die Bäckerei auch. So, jetzt schauen wir mal. Naja, immer mehr Wege verbessern sich. Sehr schön. Schauen wir nochmal... Ja, Bergwerke sollten eigentlich alle, bis auf Granit, muss jetzt nicht unbedingt voll sein. Gesteine haben wir genug. Der Rest sollte schon gut aufgeteilt werden. Getreide kommt jetzt erstmal in die Mühle auf jeden Fall. Eisen kommt natürlich in die Schmiede. Kohle gerade eher in die Schmiede. So, Holz kommt zu der zu den Baustellen, ist klar. Wasser... brauchen wir noch gar nicht. Okay. So, die Baracke ist fertig. Haben wir noch einen zweiten geleert? Ja, perfekt. Perfekt. Gut, der Soldat ist auf dem Weg. Wir werden bald hier noch weiter vorstoßen. Ich hoffe, hier noch mehr Gold zu finden, wo wir auch hinbauen können. Hier haben wir Möglichkeiten, ein Granitbergwerk hinzubauen. Hier wird gerade alles zurechtgemacht, planiert. Oh ja. Okay. Wir haben jetzt ein Goldbergwerk. Also bald haben wir eins. Und wir sind auch weiter vorangeschritten. Yippie. Genauso machen wir hier auch weiter. Wir haben auch nicht viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, sondern der Weg verläuft relativ linear. So, hier bauen wir noch eine Fischerhütte hin. Ich hätte eine Frage. Und zwar... wie viele Fischer haben wir denn? Zwei sind noch im Lager. Das heißt, wir könnten eigentlich hier oben noch eine Fischhütte hinbauen. Oder hier. Stört doch hier niemand. So, perfekt. So, der Brunnen, wie der arbeitet einfach. Auch gut.
Da muss man gar nichts machen. Der arbeitet einfach, der braucht auch nichts. Ja, es wird langsam. Es wird langsam, Freunde. Die Steinbruchmühle wird hier auch gebaut. Viele Baustellen gerade. Aber wir wollen ja auch vorankommen. So, schauen wir mal hier unten, wie es aussieht. Eisenschmelze, 59%. Ja, wir brauchen früher oder später, werden wir eine zweite Kohle... ein zweites Kohlebergwerk bauen. Das auf jeden Fall. Wir können jetzt hier nochmal... Die Windmühle könnte eine Bäckerei mit ausreichend Mehl versorgen. Ja. Das war der Plan. Das war tatsächlich der Plan. So, schauen wir nochmal. Da kommt der nächste Gelehrte. Wir haben einige Gelehrte am Start. Hier läuft ansonsten alles gut. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger gut. So, die Bäckerei, denke ich, bauen wir die hier hin. Naja, das ist eigentlich ziemlich gut hier. Das bauen wir vielleicht so, das ist besser. So, das heißt, die Bäckerei kommt auch dazu. Irgendwo... Ah ja, ich will nur mal kurz abchecken, was wir alles haben. Holzfäller, Forsthaus, Steinbruch, passt. Fischerhütte, Jagdhaus, Brunnenbaracke, Sägewerk, Mühle, Bäckerei, Eisenschmelze, Schmiede. Münzbäckerei haben wir noch nicht. Und hier fehlt noch die Schweinezucht und Granitbergwerk müssen wir noch bauen. Aber gut. Ich denke, wir stehen vorerst ganz gut da. Und... Ja... Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir unsere erste Aufnahme. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin voll wieder im Siedler-Mode drin. Besonders Siedler 2 ist doch nochmal ein Stückchen schöner. Und ich bin gespannt, wie diese römische Kampagne weitergeht. Im Moment ist es einfach nur die Rohstoffe dieser Insel nutzen. Ja, ja, ist schon recht. Kohle gefunden. Im Moment nutzen wir einfach die Rohstoffe der Insel aus. Bauen unser kleines... Reichweite aus und mal schauen, was uns hier in der Kampagne noch erwartet. Ich meine, so friedlich wird es nicht dauerhaft weitergehen. Und, wie gesagt, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich freue mich auf euch das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Odin. Ciao, ciao.